kann ich was helfen? Ach, bitte. Sind Sie die Frau hier? Nein, ich bin die Hilfe. Oh, Entschuldigung, bitte. Kommen Sie mal mit mir. Ich bringe Sie zu Frau Andresen. Andresen. Guten Tag. Guten Tag. Richter, guten Tag. Ich soll hier warten, bis mein Mann kommt. Aber es dauert ja noch länger. Vielleicht? Das macht nichts. Bei uns sind Sie gut aufgehoben. Wie heißt das Schiff? Aldebaran. Aldebaran. Ja, Sie machen Charterfahrt. Aber ich soll hier kommen. Unsere Lore zeigt Ihnen Ihr Zimmer. Sie sind unser Gast so lange. Oh, Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin sehr ergeben. Bitte schön. Stelle ich mich Ihnen hiermit vor. Maße und Gewicht auf der Vorderrückseite. 90, 64, 95. 1,65, 55 Kilo. Das sind ja echte Missmaße. Zu hübsch. Zu jung. Zu hübsch. Zu jung. Viel zu jung. Zu alt. Könnte sein. Könnte sein. Sehr geehrtes Fräulein, wie soll das heißen? SCZY. Schwimmsack? Schwimmkack? Hallo! Hallo, Fräulein! Fräulein Schwimmkacks! Ihr Schirm! Ich möchte Sie nicht kränken, aber ich schrieb Ihnen gleich, vorausgesetzt, Ihre Berufsfigur hält sich in Grenzen. Ja, und wir überschreiten sie leider für mich. Entschuldigen Sie bitte. Ach, nichts für ungut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Ein Bier. Ich wiederhole, die Aldebaran. Von Oslo nach Southampton. Charter, Erdfrachter. Ja. Jetzt in Richtung Heimathafen hat die Reederei gemeldet. Ach, ich habe hier schon seit 2 Tagen eine junge Frau. Bitte sofort Meldung, wenn Elbe 1 passiert ist. Wird gemacht, Frau Andresen. Danke. Ende. Ja. So, Frau Richter. Heute wird das bestimmt was. Oh, sehr liebenswürdig. Sehr freundlich. Was bin ich schuldig? Eine Mark. Danke. Darf ich noch eine Frage? Bitte. Wie viel Zeit ist es bis Elbe 1? Das ist der kürzeste Teil der Reise. Von Elbe 1 sind es genau noch 4 Stunden. Dankeschön. Was machen Sie da eigentlich? Was Hübsches für die Japanerin. Die ziert sich doch zusehends weg. Die isst ja auch nichts. Komm mal, mach Schlamm.
Vielleicht bei Ausländern. Bei mir bringt Kummer bloß Speck. Essen Japaner nicht furchtbar gern Honig? Honig? Ja. Ich wollte mal chinesisch essen. Doch gab das Früchte mit Honig. Aber unsere ist doch Japanerin. Für uns gibt das heute Gemüseeintopf mit Würstchen. Glaube ich, setz lieber meine Mahlzeit aus. Ich habe schon wieder was aufgenommen. Och, wo was sitzt, kommt was zu. Wo nächstes kann was ran, sagt meine Tantine immer. Dann essen Sie mal ein Tüchtig. Schon wieder so viel Post? Und immer so Riesenkurier. Ja, bloß leider nur Nieten. Das ganze Unternehmen wird abgeblasen. Das hält ja kein Schwein aus. Gustav. Na ja, ist doch wahr, Clara. Du weißt nicht, wie das ist. Sich so feilbieten. Das mach mal erst mal nach. Da sitzt du an deinem Erkennungsplatz hinter der Eingangstür, wartest, willst ein Bier trinken. Nee, lieber nicht. Merkt sie gleich die Fahne. Willst du eine Zigarre rauchen? Nee, lieber auch wieder nicht. Denn vielleicht steht sie nicht auf Rauchen. Ohne was da sitzen, das sieht wieder geizig aus. Also Kaffee. Der schmeckt mir außer Haus nicht. Ach du lieber, mein Gott. Da bist du ja schon durchgeschwitzt, bis die Damen antanzen. Riechst an dir rum und kommst noch mehr in Schweiß, weil du vielleicht stinkst. Und dann kommt eine. Guckt. Aha, erster Tisch links, das muss der da sein. Och, ganz passabel. Geht auf dich zu. Und der höfliche Gustav steht auf zu voller Schönheit. Den Damen bleibt beinahe die Luft weg. Und der einsame Schiffskoch mit Berufsfigur ist restlos im Eimer. Nee, nee, klar, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. So. Nee, tu ich nicht. Nicht mal dabei habe ich abgenommen. War eben noch nichts Richtiges bei. Ich will dich auch gar nicht mehr Pi sagen. Aber eine tust du mir noch an, mein Gustav, ne? Hier. Wir machen das als Lotterie. Naja, immer her mit dem Hauptgewinn. Absender Lydia Schulze. Lydia ist aber nur mein Nenname. Eigentlich heiße ich Ilse Marie. Aber als Kellnerin kann man ja heutzutage schlecht Ilse Marie heißen, nicht? Wie heißen Sie denn vorne? Gustav. Gustav. Ach, für den Koch geht das. Na, zur Not kann man ja auch noch Guschi sagen. Guschi? Das hört sich aber niedlich an, wie Sie das sagen. Also, wie gesagt, ich heiße Lydia Schulze und bin Kellnerin. Zum Wohl, bitte. Danke. Mir auch noch eins, Albin, ja? Zum Wohl. Hol dir mal eine kleine Abwechslung. Was Süßes. Habe ich gestern für die kleine Japanerin gemacht. Du schmeißt den Laden hier wohl schon. Magst denn bei uns sein, Lore? Ja, ich bin gern hier mit der Friedrichsen. Und sonst? Och, Arbeit hilft. Guten Abend. Guten Abend. Ich dachte, ich bin nicht müde. Und vielleicht ich werde mit Ihnen wachen, dann ich bin schnell. Lore, gib doch mal eine Decke. Langes Warten macht frieren. Na, dann kommen Sie mal in den Sessel. Danke. Vielen Dank. Ich weiß, ich bin nicht höflich, aber ich warte so sehr. Das kennen wir hier auch gar nicht anders. Ich drück die Daumen. Nacht, Bruder Friedrichsen. Gute Nacht, Lore. Mach bitte das Licht aus. So. Warten kann man auch im Dunkeln. Was Süßes kann ich nicht stehen sehen.
Schmeckt gut? In Japan, wir machen viel Frucht süß. Und mein Mann, er isst sehr gern Litschis. Deutschland, ne? Ja. Wir sind zusammen studiert in England. Dann geheiratet hier. Schon lange? 5 Jahre. Er macht Charterfahrt, weil es schönes Geld gibt. Er liebt ein Haus für uns. Mhm. Also, ich bin Kellnerin und ich darf sagen, keine schlechte. In Stammkreisen werde ich sogar die Flotte genannt. Wobei das Flotte aber nichts Anrüchiges hat. Ja, da ich also kellnern kann und Sie können kochen, da liegt doch nichts näher dran, als eine Wirtschaft aufzumachen. Ein bisschen was werden Sie doch auf der Kante haben, nicht? Auf der Kante? Na ja. Und wenn man die kleinen Laster noch ein bisschen drosselt, das müsste doch zu machen sein. Ja, ja, sicher, nur ich bin von Beruf aus ja Schiffskoch. Ach, das ist doch kein Hindernis, dann bleiben Sie eben an Land. Zu wohl, Gustav. Danke, Alvin. Ja, Fräulein Schulze, überschlafen muss ich das aber noch dürfen, ne? Aber sicher dürfen Sie das, Herr Andresen. Prost. Sie kommen bestimmt zu derselben Erkenntnis wie ich. Ich habe auch schon ein paar handfeste Vorschläge. Also, wir ziehen das als gemütliches Esslokal auf. Konzession kriegen wir. Wir können ja auch eine Brauerei mit reinnehmen. Wichtig ist die persönliche Ausstrahlung und der Name. Ich dachte an Kajüte. Aber noch besser ist Kombüse, das weist noch mehr auf Sie hin. Brunsbüttelkoog 507, Seemannsfrauenheim Friedrichsen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hier ist Norddeich Radio. Zur Voranmeldung wird Frau Richter von der Alte Baran verlangt. Danke, habe alles verstanden. Frau Richter ist auch schon sprechbereit. Hier, Frau Richter, in den Hörer. Hallo. Hier spricht Thomas Richter. Hallo. Ist meine Frau da? Hallo. Hier ist Mizuki. Mein kleines Häschen, du. Es tut mir so leid. Thomas. Hallo, Thomas. Wann bist du da? Häschen, es wird nichts. Wir hängen hier noch 2 Monate dran. 2 Monate? 2 Monate. Thomas, kannst du nicht weggehen? Leider nicht, meine Hase. Vertrag ist Vertrag. Sei nicht traurig, bitte. Nicht weinen. Ich weine nicht. Ich habe dir eine Dose Litschis mitgebracht. Ganz süß. Ach, Häschen. Ich esse sie dann später. Die halten sich doch. Ja, die sind in der Dose. Mizuki, bitte sei vernünftig. Hier ist Norddeich Radio, sprechen Sie noch? Hallo, hier ist Norddeich Radio, sprechen Sie noch? Danke, nein, das Gespräch ist beendet. Na, Gustav, Urlaub bald rumgekriegt? Ja, ja. Wird aber auch verdammt noch mal Zeit. Was ist eigentlich hier? Wo ist denn deine Mami? Australie. Oh, so, dann wollen wir mal zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Thank you.
doch noch eine Paderwatt für dich zu liegen. Ich hole sie dir. Oh. Du, Clara. Mhm. Sag mal, wer ist das eigentlich da unten am Kiosk? Welcher Kiosk? Der unten am Nordeingang? Mhm. Na, die kennst du doch. Nee. Das ist doch Elli. Was für eine Elli? Oh Gott, Elli Mewes von Cremer Mewes in St. Margrethen. Die musst du doch kennen. Die kenne ich aber nicht. Och Gott, wir haben doch damals alle geholfen, die Lebensmittelmarken mit einzukleben. 46, 47 muss das gewesen sein. Ach, Elli, ja, Elli Mewes. Ach, Elli Mewes aus der Konfirmandenstunde. Ja. Das ist ja... Mann, da fällt mir aber allerhand dazu ein. Auf Elli, da passt ja doch irgend so ein Bibelspruch. Warte mal. Was für ein Bibelspruch? Wir haben doch damals immer so Bibelstechen gemacht. Ah ja. Und wo die auch ihre Haarspange reingesteckt hat, immer kriegte sie, dann kam eine lange Dürre. Ja, also. Warte mal, ich muss doch noch Bilder von damals haben. Nee, du, da kann das nicht bei sein. Da habe ich Papiere drin und von Fritz die Uhr. Aber hier, im Pralinenkasten, da habe ich die alten Bilder. Weißt du noch, Clara? Puste mal. Damit hat Fritz mich immer getröstet, wenn er wieder raus musste. Tja. Und die Uhr, die ist dann auch zurückgekommen. Bin großer Dussel. Was muss ich damit anfangen? Ach, Gustav. Da ist nun schon so viel Wasser drüber weggegangen. Da kommt die Ruhe von ganz allein zurück. Ja. Nun wollen wir doch mal sehen, wie gut du dich noch an Elli erinnerst. Na, hier, Gustav. Hier. Das sind wir drei doch. Ach du liebe Zeit. Die drei Grazien, ja. Die Fräulein Länglich und der Herr Bänglich. Ja, das kann man wohl heute nicht mehr behaupten, ne? Nee, Fräulein bist du nicht mehr und ich bin nicht mehr bange. Und Elli? An Elli? Tja, die ist ja wohl nicht mehr länglich, ne, mein Cousin? Na, schon Kundschaft? Was darf's denn sein? Soll ich mal mit anfassen? Darfst du gern. Morgen, Gustav. Morgen, Elli. Sag bloß, du hast mich wiedererkannt. Natürlich. Bist da schon eine ganze Weile im Lande. Gustav Andresen, wie er leibt und lebt. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Was? Wenn du das so sagst, dann muss es ja stimmen. Dann hast du dich aber verdammt nochmal auch nicht verändert. Sag bloß, du hast die christliche Seefahrt am Nagel gehängt. Nee. Bist ja auch immer mit Leib und Seele dabei gewesen. Ohne Leib wäre mir lieber. Mit den anderen auch mal rauslangen, Gustav. Okay. Ja. Du hast hier nur den Kiosk, nicht? Ja. In Pacht. Allein? Ja. Du, Elli. Ja, was? Hast du noch die Brunsbüttler Zeitung von Sonnabend? Von Sonnabend vor 8 Tagen? Steck's mal die von heute zu. Was hast du eben gesagt? Ob du noch die Brunsbüttler Zeitung hast von Sonnabend? Nee, Gustav, die nicht verkauften, werden auch wieder zurückgenommen. Geben Sie mir mal eine Zeitung. Ach so, dann
Dann hast du sie nicht gelesen. Doch. Sonntags lese ich sogar ausführlich. Meinst du, was bestimmt ist? Schachtel Feder an die BZ. Guck, Sie schon, Elga. Sind Sie nur zu spät oder ich? Ich freue mich, ich werde ja verpasst. Nee, was bestimmt ist nicht. Nur so. Wieso nur so? Hier. Du kannst ja mal reingucken. Du kannst ja mal reingucken, wenn der erste Schwung vorbei ist. Ich hab da was angestrichen. Nee, warte noch, Gustav. Ich guck schnell mal rein. Nee, nee, lass dir mal Zeit. Ich komm nachher wieder längs ein. Die Kompanie gekommen. Sie schon rein. Entschuldigen Sie bitte, genau. Oh, macht ja nichts. Wollten Sie über Nacht bleiben? Ja, mein Mann kommt morgen mit der Neptun. Aha. Wir fahren mit Papi. So, dann kommen Sie bitte mit. Wollen Sie ein Ein- oder ein Zwei-Bettzimmer? Beide in ein Bett. Was, Brigittchen? Mal sehen. Hm, hast du gute Laune. Oh. So. Klein, aber mein. Na, nun geh schon rein. Los. Danke. Noch Wünsche? Ja. Ich wollte eigentlich noch mit dem Schiff telefonieren. Einen Augenblick. Der Nachtwächter ist da. Meine Ablösung, Mutter Hansen. Die meldet Ihnen Ihr Gespräch an. Im Grunde genommen ist ja sowieso eine Hiobsbotschaft. Es hat auch noch Zeit bis morgen früh. Na. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, kleine Madame. Was hat sie gesagt? Du sollst still sein, hat sie gesagt. So. Na, Mathilde? Na, Clara? Na, wird gut herkommen. Ja, ich hab hier so ein bisschen das Reißen, weil ich so schlechtes Wetter drauf. Ja. Eddie! Hallo, Elli! Warte doch mal! Elli! Elli! Gustav! Wo kommst du denn auf einmal her? Ich bin völlig aus der Puste. Hast dein Laden dicht gemacht? Ja. Meine Tasche. Fährst du rüber? Ja. Wenn du nichts dagegen hast, dann komm ich mit. Ich hab nichts weiter vor. Ist doch umsonst. Umsonst? Mensch, Elli, das schaffst du aber schlank weg. Na ja, die Fähre kostet dich doch nichts. Ach so. Mensch, Elli, ist schon längst grün. Wir können losgehen. Kommen wir nach drinnen? Lohnt doch kaum. Zum Sitzen kommt man gerade noch. Moment, Herr Gustav. Ja, ja. Gleich am Ausgang. Guten Abend. Siehst du, noch nicht die Hälfte rum. Und wir sitzen schön gemütlich. Wer liest sogar? Sieht man öfter. Hast du auch schon mal reingeguckt? Ich war in das Angestrichene. Ich habe erstmal nur durchgeblättert. Ach, dann hast du noch nichts gelesen? Flüchtig. Hast du denn den Sinn schon mitgekriegt? Ich kann den Text auswendig.
Gustav, ich geh schon mal nach vorn. Wir sind gleich da. Nee, nun bleib mal noch sitzen, Elli. Ach, Gustav. Das ist nämlich so, Elli. Der Schiffskoch aus der Annonce, das bin ich. Mhm. Habe ich mitgekriegt. Ich wollte damit sozusagen durch die Blume fragen. Wir sind bald auch, Gustav. Willst du nicht gut ziehen? Nee, nee, wie mit wenn er mit recht. Was ihr wollt. Gustav, ich bin ganz aus dem Konzept gebracht von dir. Bleib ich einfach hier sitzen? Das ist auch richtig so, Elli. So. Und nun guck mir mal schön gerade in die Augen. Ja, so. Und nun hör mir mal gut zu. Einsamer Gustav, 40er, Berufsfigur, sucht solide, nee, warte mal, wie hatte ich das noch? Sucht, nee, sowas, Elli. Jetzt habe ich den Text glatt vergessen. Einsamer Schiffskoch, 40er, Berufsfigur, sucht verständnisvolle Partnerin und Heimathafen. Richtig, verständnisvoll, das war das. Jetzt sind wir aber durch, Gustav. Nee, nee, wie wird wir denn mit Trech? Du bist aber auch Gustav. Noch ein Fall mehr, das ist doch umsonst. Du, Gustav, mir geht ja gerade was durch den Sinn. Was denn, Elli? Wegen unserer Garderobe. Garderobe? Ja, was wir anziehen. Ich bin doch keine 18 mehr, ich kann doch nie mehr in Weiß heiraten mit Schleier. Warum denn nicht? Brauchst du nicht so einen langen zu nehmen. Aber wo du das sagst, was soll ich anziehen? Dunkler Anzug und Myrtenstrauß, das genügt beim Bräutigam. Weißt du, was ich gerade denke? In der Illustrierten war als Vorschlag, die nicht mehr ganz so junge Braut wirkt bräutlich und zart. In Teerose mit Blütenkappe. Was du nicht sagst. Na, dann mal los, du. Teerose, du. Ich wiederhole. Für Brunsbüttel Kog 507 ein Seefunkgespräch mit der MS Neptun. Zweiter Ingenieur Klaus Starke. MS Neptun, zweiter Ingenieur Starke. Für Brunsbüttel Kog 507. Wir rufen zurück, bitte legen Sie auf. Danke. Sie sind ja wohl aus dem Bett gefallen. Hat denn die kleine Madame schon ausgeschlafen? Was haben die gesagt? Ich habe sie absichtlich so früh hochgenommen. Vielleicht kann ich sie nachher an Bord wieder hinlegen. Aha. Deswegen rufe ich auch extra vorher an. Wieso? Mein Mann denkt doch immer noch, ich komme diesmal allein. Brunsbüttel Kog 507, Seemannsfrauenheim an Dresden. Hier ist Norddeich Radio, guten Tag. Guten Tag. Sie werden von der Neptun verlangt. Bitte sprechen Sie. Hallo? Hallo. Hallo, Frau Starke. Karin, bist du das? Ja, Klaus, hier ist Karin. Fabi, Fabi, warum sagst du? Vielleicht darfst du auch mal sprechen. Lass Mutti erst. Sag mal, ist die Kleine bei dir? Ja, das wollte ich dir lieber vorher sagen. Die alte Maya ist krank und so schnell habe ich niemand aufgetrieben. Fabi, 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 Fabi. Ich lass sie mal schnell guten Tag sagen. Komm, Brigittchen. Sag mal, Fabi, guten Tag. Hier, nimm mal den Hörer. Hallo? Hallo? Guten Tag, mein Schwein. Wie geht's dir denn? Du? Fabi? Ja? Lass mal Mami wieder. Komm. Ja, Klaus, das war's. Bis nachher dann. Wiedersehen, Klaus. Wiedersehen, Bummel. Du, ich freue mich trotzdem. Ach ja. Manchmal habe ich einfach keine Lust mehr dazu. Die meiste Zeit sind wir getrennt und wenn wir uns dann sehen, dann
alles immer so in Zeitnot. Tja, für beide Teile. Diesmal wird auch noch Frau Meier krank. Anmerken lassen darf ich mir ja nichts. Das hat ja mein Mann schließlich auch nicht verdient. Nee, bestimmt nicht. Nein, wirklich nicht. Naja. Komm, Brigittchen. Na komm. Meine Maus. Komm, wir ziehen uns erstmal richtig an, ja? Oder Hansen ist ja noch da. Die macht ihm noch ein schönes Frühstück, ne? So, steigt mal alle mit aus. Gib mir schon mal deine Tasche, Oma. Nein, nicht die Handtasche. Die gebe ich nicht aus der Hand. Da ist die Tüte drin. Warum hast du die Dinger Uwe nicht schon in Hamburg gegeben? Den könnte er sie jetzt schon bewundern. Du lass doch, Liebe. Weil der Junge noch eine Freude haben soll. Und da wird doch was von. So, und du steht hier nicht rum und sinniert. Da geht's lang. Guten Morgen. Gesellschaft für Sie. Oh. Toll. Guten Tag. Erst dann mit einer warmen Milch. Ja, gern, damit Brigittchen was zu tun kriegt. Warme Milch beruhigt aber. Ich meine, wenn das Kind doch jetzt noch nicht schlafen soll. Kalte Milch ist vielleicht wirklich besser. Wir werden die Kleine schon wach halten. Was, Brigittchen? Guck mal, Tante, Fernsehen. Mach's mal an. Nee, Fernsehen gibt's jetzt noch nicht. Aber vielleicht kannst du mal die hübsche Lampe da anknipsen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Guck mal, Mami. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Wir mahlen das Land für das tägliche Brot. Und haben wir solches, so hat's keine Not. Klipp, klapp. Klipp, klapp. Augenblick, bitte. Klapp. Hallo, Fräulein. Die war ja kurz ab. War das nicht die Verkäuferin von Uwe's Uniform? Ja, das meine ich auch. Guten Tag auch. Guten Tag. Möchten Sie bei uns warten? Ja, alle auf denselben. Welches Schiff? Neptun, dritter Offizier, Uwe Schöne. Ach, für den Neptun haben wir schon einen Gast. Bitte. Ach, danke. Noch Wünsche? Schöne Tasse Kaffee vielleicht? Ach ja, ach, ja. Ein Kännchen bitte. Also gut. Hier, Kännchen, Lore. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Brigitte, komm, tu was. Das finde ich aber einen hübschen Zufall, dass wir uns hier kennenlernen. Sie sind sicher schon Stammgast hier, was? Das werden Sie wohl auch bald sein. Hier kennen sich viele Frauen. Heutzutage. Oma, das kannst du doch nicht laut sagen. Na ja, hab ich nicht recht. Du willst ja auch nicht auf mich hören. Ach, lassen Sie mal. Die Platte kenne ich von zu Hause. Was hat sie gesagt? Die Milch ist so, wie sie aus der Tüte kommt. Oder ist das nicht richtig? Doch, doch. Die Kleine soll ja nur ein bisschen was zu tun kriegen. Schlaf nicht. Ach, sagen Sie mal, Fräulein. Ja? Haben Sie meinem Neffen nicht die Uniform verkauft? Oder irre ich mich? Nein. Sie haben schon recht. Ach. Wissen Sie, dass mein Neffe heute an Bord gegangen ist? Seine erste Reise als dritter Offizier. Ja. Er ahnt ja nichts davon. Aber wir wollen ihn alle noch mal hier überraschen. Ja. Überraschen? Ja. Ja, Clara. Was meinst du denn nur dazu?
Otto! Ja, Elli und ich meinen, wenn wir schon in unser Unglück wollen, dann sollen wir uns doch wieder gleich reinstürzen. Willst du etwa sagen, ihr seid euch einig geworden? Ja. Ach du lieber mein Gott. Ihr beiden auf eure...